Promi-Geflüster, heute wieder mit einer neuen Ausgabe. Natürlich wiederum, wie schon das ganze Jahr, kann man sagen, von zu Hause aus. Und natürlich, es ist Frühling geworden, also der Frühling steht wirklich vor der Tür. Und um den Frühling oder die Frühlingsgefühle geht es mehr oder weniger, kann man sagen, auch in der neuen aktuellen Single von meiner heutigen Interviewpartnerin, nämlich Saskia Lepin. Sie habe ich heute bei mir in der Leitung und ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich, Saskia. Hallo, herzlich willkommen. Freut mich, dass ich hier sein kann. Sehr gerne. Es hört niemals auf. Das ist deine brandneue aktuelle Single. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon gehabt. Vom Erfolgsproduzenten mittlerweile kann man schon sagen, oder Komponisten Tim Peters, obwohl er noch recht jung ist eigentlich, ne? Stimmt, aber Erfolgsproduzent kann man schon sagen. Der macht so tolle Sachen und für so viele tolle Künstler hat schon echt super Sachen am Start. Und das ist natürlich für mich auch eine große Ehre, dass er bisher zumindest mit mir zusammenarbeitet. Ja. Es hört niemals auf. Das ist auch wieder ein Liebesthema, wo es wirklich um die Gefühle im Bauch, das Kribbeln im Bauch geht. Und passt ja eigentlich zum Frühling jetzt ganz gut, oder? Ja, total. Also es ist einfach, es beschreibt wirklich so diesen ersten Augenblick, ja, zwischen zwei Menschen, wenn man sich kennenlernt, alles ist neu, alles ist aufregend und man weiß noch nicht so richtig, was denkt der andere, fühlt er so wie ich und ja, es passt schon in dieses, zum Frühling, zum Sommer, Frühlingsgefühle, ja. Auf jeden Fall diese Anfangszeit immer eine sehr, sehr besondere und spezielle Zeit und darum geht es auch in dem Titel. Ja. Und das ist jetzt der Vorbote für ein neues Album, was dieses Jahr erscheinen soll, ne? Ja, genau. Also es ist fest in der Planung, dass es dieses Jahr erscheint, wahrscheinlich im Herbst. Es ist natürlich Corona-bedingt, haben wir das schon ein bisschen geschoben, weil man natürlich irgendwie gerne sich wünscht, eine Radiopromotour dazu zu machen und möglichst vielleicht auch den einen oder anderen Auftritt hat. Das ist ja gerade bei allen Künstlern so, das ist einfach eine spezielle, außergewöhnliche Zeit, aber ich denke trotzdem, man muss irgendwie trotzdem kreativ bleiben und ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass das alles so klappt, aber es steht in den Startlöchern und ich bin sehr optimistisch, dass es dieses Jahr erscheint. Ja, sehr gut. Nee, kann man nur Glück wünschen, dass das dann so vorangeht, wie es du dir wünschst, dann genau mit der ganzen Geschichte jetzt diesen Sommer dann, ne? Ja. Dass es uns jetzt ein Jahr da schon alles lahmlegt, hätte man eigentlich gar nicht wirklich gedacht. Nein. Ja. Aber es geht dann, sage ich immer wieder, Gott sei Dank oder leider Gottes, allen gleich, ne? Irgendwo. Ne? Es geht allen gleich, genau. Man sitzt so schön, wie man sagt, ne? Alle sitzen in einem Boot und man muss. Es ist für alle hart und man ist so eingeschränkt, aber irgendwo muss man jetzt immer Wege finden, weiterzumachen und vielleicht wird man auch in gewissen Sachen auch kreativer, als man eh schon ist. Man findet andere neue Wege, wo man vielleicht vorher dachte, ist das überhaupt möglich? Jetzt so wie wir quatschen jetzt hier über so ein Live-Talk oder nicht richtig, live, aber genau. Halt so über diesen Internet-Talk. Und das sind so ganz viele neue Wege. Ne? Das hat man natürlich jetzt öfter gemacht und es gab es öfter und irgendwo auch was Besonderes, ja. Also definitiv. Aber wir drücken also die Daumen, dass es bald vorbei ist. Richtig. Ich habe natürlich immer ein bisschen den Eindruck, gerade wenn man jetzt so über Webcam verbunden ist, man redet doch ein bisschen anders und ist gar nicht so angespannt, wenn man sonst Interviews hat, wo wirklich dann auch wieder der Zeitdruck da ist. Also man ist ein bisschen entspannter. Es kann sein, es liegt vielleicht daran, also man ist dann vielleicht auch oft irgendwie jetzt, also ich bin jetzt zu Hause, ich weiß nicht wo, ne? Also man ist vielleicht in einer Umgebung, die man sitzt da, wo man vielleicht sich wohlfühlt, eine vertraute Umgebung und ja, wie du sagst, man hat vielleicht nicht so diesen Zeitdruck, dass man sagt, komm jetzt, ich muss jetzt aber auch wirklich los und zum nächsten Termin, sondern man quatscht einfach, und bisher hatte ich immer sehr, sehr harmonische und entspannte Talks. Ja, dieses neue Album, das ist dann wie viel das jetzt? Das ist dann mein zweites. Das zweite, erst. Also dann ist ja eigentlich so deine Schlagermusikkarriere, sage ich mal, noch relativ frisch, kann man sagen, oder? Also ja, im Schlagerbereich.
Ja, also es geht, ja, was das Album angeht, ja. Also da habe ich mir jetzt auch irgendwie viel Zeit gelassen, jetzt auch für die ganzen neuen Songs. Und es fehlt jetzt auch wirklich, glaube ich, nur ein, zwei Titel, dann sind wir auch fertig. Und Schlager, mit dem Schlager angefangen, also meine erste Single ist dann wirklich schon länger her, die ist jetzt 2013, habe ich die aufgenommen. Aber es ist halt so viel passiert und man entwickelt sich natürlich auch wirklich weiter, also mit jeder neuen Erfahrung, die man macht, ja. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man irgendwie, man wird, also ich persönlich empfinde das so, dass man dann schon auch einen großen Schritt gemacht hat, auch was das Musikalische angeht. Aber das gehört auch irgendwo dazu. Bei jedem ist das so. Ja, wenn man jetzt wirklich so ein bisschen in Wikipedia unter anderem ausstöbert, da stößt man natürlich schon auf ein paar Informationen, wie du eigentlich wirklich begonnen hast. Und ja, also da sieht man wirklich schon, du hast es wirklich von der Pike auf gelernt, kann man sagen. Es ist jetzt nicht nur der Gesang, sondern auch schauspielerisch und ja, Musical gehört dazu und auch da stand es auf der Bühne. Ja, das stand eigentlich schon bei ihr von Anbeginn fest, ja, ich will auf die Bühne oder wie kam es zu dem Beruf? Ja, es stand eigentlich für mich immer fest. Ich habe natürlich schon als kleines Mädchen unglaublich viel gesungen. Bin mit der Musik von Rolf Zuckowski aufgewachsen, kenne heute noch alle Lieder auswendig. Ich habe mit meinen Eltern viel Musik gemacht, mit meinem Vater, mit meinem Opa, Udo Jürgens Songs gesungen. Ja, also war für mich stand natürlich früh fest, ich möchte unbedingt singen und am besten noch mit Tanzen und Schauspiel. Und damals war das natürlich, also ich sage jetzt mal damals, weil es sich natürlich wirklich viel, viel verändert hat in dieser ganzen Social Media Geschichte, ist natürlich extrem viel passiert. Damals, als ich die Ausbildung begonnen habe, man brauchte wirklich auch diese Ausbildung, um sich bei einem Musical zu bewerben. Also es gab kein Facebook, kein YouTube, also diese ganzen, man setzt irgendwas rein und dann wird man vielleicht auch morgen irgendwie ein Star. Es war wirklich dieser Weg. Und ich fand das alles drei spannend, ja, am besten alles drei zusammen, dass man das kann. Und Musical war für mich immer, also ich habe das früher auch, wir waren ganz viel Musicals. Ich komme ja aus Hamburg, auch aus einer wirklich Musicalstadt, mit Phantom der Oper und Cats, mit denen ich dann auch irgendwo aufgewachsen bin und habe gesagt, das würde ich auch gerne machen. Gut, für die Katze so gut tanzen kann ich jetzt auch nicht, aber es war schon echt immer so mein Traum, auf der Bühne zu stehen. Ja. Sehr gut, ja. Das ist doch eine tolle Sache, wenn man da so reinkommt. Und dann gab es natürlich noch einen Titel, da habe ich noch was gelesen mit Gunter Gabriel. Wenn du denkst. Du denkst. Genau. Da denkst du nur, du denkst. Genau. Hast du ihn noch kennengelernt, persönlich? Ja. 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 Sehr Ja, zwar. also denn. Wir haben diesen Song damals, ja, ist die Idee entstanden. Diesen Song habe ich selber ja, im Fritz-Theater, in einer Schlagerrevue in Bremen, wo ich eigentlich fast, ja, also 5, 6 Mal die Woche gespielt habe, habe ich diesen Song eigentlich, ja, fast jeden Abend gesungen. Und es hat sich so ein bisschen auch als einer meiner Lieblingsschlagersongs damals entwickelt. Und ja, so raus ist die Idee auch entstanden, dass man sagt, ja, wir versuchen mal diesen Song irgendwie neu aufzunehmen. Und ja, ich konnte dann Gunther kennenlernen, hat sich ja auch an diesem Projekt beteiligt und hat gesagt, klar, das ist meine Nummer, ich bin da gerne dabei. Hat ja auch, war mit ihm zusammen auch im Studio, habe ihn auch kennenlernen dürfen und es war eine sehr, sehr aufregende, interessante, lustige Zeit. Ja, freue ich mich, dass ich diesen Song nochmal neu aufnehmen konnte. Und davor gab es auch noch Stationen, also da muss man ja wirklich dann seetauglich sein. Und du hast viele Programme auf den Kreuzfahrtschiffen auch gemacht, speziell AIDA, ne? Ja, genau. Ich war lange Zeit auf den AIDA-Kreuzfahrtschiffen im Show-Ensemble, war da Solistin, auch mit eigenen Solo-Shows und später dann mit eigener Musik auch mal als Gastkünstlerin unterwegs, dass ich dann sozusagen schon mit meinen eigenen Songs da, aber nur für eine Tour und habe dann da sozusagen zwei Konzerte gespielt. Und dann ging es eigentlich, glaube ich, dann so los mit deinen eigenen Stücken, beziehungsweise mit der eigenen CD. Eins ist, glaube ich, noch ganz gut im Ohr,
Mit einem Lächeln fing alles an. Ja, mit einem Lächeln. Also das ist natürlich auch irgendwo so ein richtig typischer, klassischer Schlager, den ich aber damals so gehört habe und gedacht habe, boah, das ist irgendwie, das passt zu mir, das beschreibt einfach diesen Schlager, dieses Lebensgefühl und ja, ist auch bis heute ein echt einer meiner erfolgreichsten Songs mit einem Lächeln, ja. Der liegt sehr gut und macht auch immer Spaß, den vor Live-Publikum zu singen und ja. Wie sieht's denn aus? Lenkst du selber auch dann die sozusagen oder nimmst da den Stift in die Hand, um irgendwelche Texte dann auf Papier zu bringen oder auch dann entsprechend Titel vielleicht oder Musik entsprechend umzusetzen für deine Titel? Also es ist so, ich selber würde mich jetzt nicht als Singer-Songwriter betiteln. Mhm. Ich glaube, das können andere besser. Aber es ist schon mittlerweile so, dass ich viel, viel mitschreibe oder auch viel eigene Ideen reinbringe. Mhm. Und viel bei Sessions, wo Songs entstehen, dabei bin. Und die Leute, mit denen ich arbeite, mich ja auch mittlerweile auch, es ist ja auch schon länger so dasselbe Team, mich gut kennen, wissen, was zu mir passt, was ich möchte, was mir wichtig ist, ist einfach Geschichten zu erzählen. Es waren viel, viel autobiografische Sachen auch dabei, wo ich einen Song für meinen Sohn geschrieben habe, für meinen Mann. Also ja, es muss nicht natürlich nur autobiografisch sein, aber es sollen Sachen sein, mit denen ich mich wirklich identifizieren kann, die eine Geschichte erzählen und einfach in mein Leben passen und dann auch hoffentlich auch in vielerlei anderer Leben. Ja, und genau. Ja, also mitschreiben definitiv, ja. Ja, sehr gut. Ja, klar, dann weiß man doch auch schon ein bisschen, um was es für Themen dann geht und kann da schon so ein bisschen auch Lebenserfahrungen zum Teil mit reinbringen, ne? Ja, absolut, absolut. Jetzt sagtest du gerade Sohnemann und auch natürlich Mann verheiratet. Haben die mit der Branche selber auch was, dann dein Mann auch zu tun oder ganz was anderes? Gar nicht. Mein Mann kommt aus dem Sport, also der hat mit der Musik nichts zu tun, aber der kennt sich mittlerweile auch ganz gut aus. Der hat das natürlich jetzt schon, macht das jetzt schon einige Jahre mit mir mit und unterstützt mich natürlich, wo es nur geht, wenn es Zeit zulässt. Und der hört querbeet Musik, aber der findet den Schlager natürlich auch toll und insofern, ja. Aber kommt nicht aus der Musikbranche. Nach. Okay. Und der Sohnemann, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, hat er vielleicht schon irgendwie so Ambitionen, da vielleicht in deine Fußstapfen dann wiederum zu treten? Das wird man sehen. Also, ja, mein Sohn, der ist jetzt 15 Monate. Also er ist wirklich noch sehr klein, aber der rennt hier rum und hört die ganze Zeit mit seiner Tonybox Volker Rosin und sehr, sehr viel Musik. Also ich habe auch einen eigenen Toni für ihn aufgenommen mit eigenen Songs und wir singen natürlich auch sehr viel gemeinsam. Mir ist das auch wichtig irgendwie und ich finde das traumhaft schön, wenn Kinder mit Musik aufwachsen und man selber viel Musik mit den Kindern musiziert und mitgibt. Für was er sich dann letztendlich entscheidet, wird man sehen. Also, ja, da ist ja noch alles ganz offen. Da ist noch alles möglich. Wir werden ihn auf jeden Fall bei allen seinen Wegen unterstützen und wenn es nicht die Musik ist, gar nicht schlimm, dann macht er was anderes. Wo ich jetzt gerade ein bisschen noch drauf fixiert bin, da hinter dir gibt es so ein nettes, schönes Bild, was da hängt, mit vielen, vielen Hunden und auch Katzen drunter. Haustiere, gibt es sowas bei euch? Ja, ein Hund. Ja. Okay. Wir haben einen Hund, einen kleinen, also dieses Bild, das hat mein Vater gemalt und das hängt hier eigentlich schon länger und ich finde das irgendwie super witzig und das soll eigentlich unser Hund sein hier. Dieser ganz witzige hier. Der so ein bisschen aussieht wie ein Löwe da, ne? der heißt Xabu, wir haben einen Shih Tzu und das ist so ein kleiner, so ein kleiner Rabauke. Aber sieht eigentlich aus wie so ein kleiner Löwe. Sieht eigentlich aus wie Samson aus der Sesamstraße. Okay. In klein. Heißt, ist aber, der ist gerade jetzt hier nicht im Wohnzimmer, sonst würde ich ihn mal hochhalten. Aber ja, den gibt's. Den gibt's. Also da bist du natürlich dann auch schwer mit eingebunden oder überhaupt die ganze Familie, der muss raus, der braucht
Pflege, Auslauf etc. Ne? Ja, Ja, man hat zu tun. Man man hat zu hat zu tun. tun, genau. So in der Großstadt dann zu leben, was ist für dich, was bedeutet Hamburg für dich sozusagen? Also mittlerweile wohnen wir ja in Essen, Ah, okay. aber also wir sind ja knapp, ja eigentlich seit 2 Jahren. Hamburg ist aber trotzdem, Hamburg ist natürlich meine Heimat. Hamburg ist das Tor zur Welt. Meine Family wohnt da, meine Freunde, meine engsten Freunde sind dort. Und ja, wir sind natürlich jetzt Corona-bedingt echt wenig dort gewesen in der letzten Zeit. Aber ich freue mich jetzt schon darauf, bald wieder mal nach Hamburg zu fahren. Und ja, Großstadt ist toll. Ich bin aber auch gerne mal ein bisschen weiter weg, also ein bisschen außerhalb. Also eine Großstadt brauche ich schon als Anbindung, also in der Nähe. Aber ich muss nicht mehr mitten in der City wohnen. Nein, aus dem Alter bin ich raus. Genau, Wirklich. also man genießt dann doch schon ein bisschen, ja, wo Ja, es ruhiger ist, absolut. die Ruhe dann, genau, zum Entspannen Absolut. Ja, etc. Richtig. total. Ich hatte es am Eingangs ja erwähnt, der Frühling steht ja natürlich jetzt mitten vor der Tür und es kommt jetzt die wärmere Jahreszeit. Wie sieht es denn dabei der Saskia aus? Bist du dann eher ein Sommermensch oder eher der Wintermensch? Wo fühlst du dich wohler? Also, meine engsten Freunde wissen das. Ich bin ein Wintermensch. Ich bin wirklich, ich liebe den Winter. Ich muss dazu sagen, ich habe schon mehrere Touren mit der AIDA nach Norwegen gemacht, auch zu den Polarlichtern, also wirklich über den Polarkreis, richtig Eisbärennähe, also natürlich nicht direkt zu denen, aber und ich bin einfach totaler Fan davon. Ich finde das so traumhaft schön. Und ich liebe es, wenn die Sonne scheint und Schnee liegt. Das ist wirklich mein Wetter. Also ja, ich liebe auch die Weihnachtszeit, dieses Ganze. Ich bin da totaler Fan. Aber natürlich hat jede Jahreszeit was für sich. Und ich freue mich natürlich jetzt auch auf den Frühling und Sommer. So ist es nicht. Ich glaube, wenn es nur das eine geben würde, dann, ja, dann wäre es dann auch nicht mehr so besonders. Es macht natürlich auch, es ist schön, dass es alles gibt, dann freut man sich wieder auf den Winter. Aber also wenn es jetzt nur regnet und grau und grau ist, das ist natürlich jetzt auch nicht meins, aber so, wenn ich mir jetzt vorstelle, so Skiurlaub und alles weiß und die Sonne scheint, ist schon schön, Hat man ja. ja eigentlich diesen Winter da doch ein bisschen was abbekommen. Zwar ein bisschen später, aber es war doch noch ganz ordentlich was dabei, ne? Genau, also Skiurlaub ja leider nicht, aber auf jeden Fall Schnee. Wir hatten hier wirklich richtig viel Schnee und auch noch viele Tage mit echt richtig schönem Wetter. Also man kann sich nicht beschweren. Ja, sehr schön. Wie geht's jetzt so grundsätzlich weiter? Wie gesagt, die CD steht an. Wie siehst du deinen weiteren Karriereweg? Wo soll es vielleicht so in den nächsten 5 Jahren hingehen? Also gut, ach, ja, also natürlich irgendwie möchte ich oder wünsche ich mir, dass ich mit der Musik, die ich mache, so erfolgreich wie möglich bin. Ich wünsche mir und meiner Familie, dass wir gesund bleiben und ja, also ich hoffe einfach, dass ich lange, lange Zeit Musik machen kann, viele Leute erreichen kann, dass vielleicht immer mehr dazu kommen, dass man vielleicht mal eine Tour machen kann und ja, also das würde ich mir einfach wünschen. Also ich bin unglaublich glücklich, wenn ich auch Nachrichten bekomme oder wenn neue, sage ich mal, Fans dazu kommen und sagen dann, ich habe deine Musik gehört, richtig toll. Und ja, also ich blühe einfach total auf damit. Ich mache das unglaublich gerne und mit viel, viel Leidenschaft und bin aber auch wirklich gerne Mutter und ich genieße auch diese Kombination. Also ich will das eine überhaupt nicht missen. Also ich muss jetzt nicht jeden Tag die große Stadion füllen, also natürlich wünsche ich mir, dass es immer erfolgreicher wird. Das wäre toll, aber halt auch nicht um jeden Preis. Also alles in einem gesunden Rahmen und bin natürlich mega happy, wenn ich das ganz lange Zeit machen kann. Ja, da drückt man schon mal ganz, ganz fest die Daumen. Das ist auf alle Dankeschön. Fälle, ne? Jetzt, wenn man noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, es gibt natürlich die ganzen Online-Plattformen, klar, die Homepage und so weiter. Da darfst du jetzt gerne mal nochmal dazu aus dem Fenster lehnen, wo man dich sehen und verfolgen kann.
Ja, also ich bin wirklich, also ich versuche es zumindest, so es die Zeit zulässt, sehr aktiv. Am besten eigentlich bei Instagram. Da versuche ich wirklich meine Follower und Fans mitzunehmen. Ich habe eine Facebook-Seite, Saskia Piel, und bin auch bei TikTok jetzt neuerdings. Und ja, also alle wichtigen News findet man eigentlich immer auf meiner Homepage. Die ist eigentlich auch immer up to date. Und es stehen auch ein, zwei schöne Sachen an. Ich kann das leider noch nicht kommunizieren. Das darf ich leider noch nicht. Ja. Aber es wird auf jeden Fall dann überall zu finden sein. Ja. Ja, wir Also sind ich freue jetzt, mich über jeden, der neu genau, wir sind dazukommt. jetzt auch gut in Kontakt und bleiben es hoffentlich auch. Natürlich. Und wenn sich was Neues ergibt, dann einfach melde dich und dann können wir es gerne unseren Zuschauern, unseren Fans da wieder in der Landschaft draußen gerne weitervermitteln. Ne? Ja, voll, voll gerne. Das machen wir definitiv. Freue ich mich. Spätestens, wenn das Album dann erscheint. Aber Ne? sowas von. Aber Da bist du sowas. einer der Ersten, dem ich das sage, wenn ich weiß, wann ist, wenn wir ein Datum haben. Sehr Definitiv, gut. versprochen. Super. Ja, dann würde es mich freuen, wenn wir uns dann auch irgendwann mal persönlich treffen. Da, ich glaube, Oh da warten ja. wir alle drauf, dass man da wieder ein bisschen raus darf. Und Ja. insofern sage ich jetzt schon mal recht herzlichen Dank für die kurzen Informationen und fürs nette Gespräch, was wir jetzt gerade führen konnten. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank dir auch. Ich danke dir. Und ja, allen Zuschauern natürlich auch danke fürs Zuschauen und dir eine gute Zeit und viel Erfolg weiterhin. Vielen, vielen Dank. Danke für das nette Gespräch, das nette Interview. Bleib gesund und bis hoffentlich ganz bald. Bis bald, ganz genau.